solltest du dich unterwerfen? Solltest du dich dem System unterwerfen oder deinem Chef oder deiner Beziehung? Und wenn du das tust, ist das ein Zeichen von Schwäche oder vielleicht sogar ein Zeichen von Stärke? Und wenn das so ist, was bedeutet das für dein Leben? Und da möchte ich heute mit dir darüber reden. Also generell, was ist Unterwerfung? Das ist eine Form von Unterordnung, indem man dieses auch zum Ausdruck bringt, also der anderen Person oder dem System, da einfach halber, sagen wir mal einfach mal der Person, meistens ist die Person ja Teil eines Systems, aber dass man klar zum Ausdruck bringt, dass man sich unterordnet. Tiere machen das zum Beispiel so, indem sie ihre Kehle hinhalten oder sich ja, in irgendeiner Weise hinlegen oder verletzlich präsentieren. Und wir als Mensch können das ganz einfach tun, indem wir zum Beispiel einen Vertrag unterschreiben oder indem wir auch durch unseren Ausdruck, durch unsere Gestik dem Gegenüber suggerieren, wir ordnen uns unter. So. Und das heißt, es ist ganz wichtig, dass man das auch zum Ausdruck bringt, dass eine klare Hierarchie da ist und dass man seine Position einnimmt. Und das kann nicht nur im Berufsleben sein, das kann durchaus auch in einer Beziehung sein. Das kann generell in einer Beziehung sein, dass man, dass eine Person sich der anderen unterordnet, unterwirft. Und es kann auch nur in der Sexualität in der Beziehung sein. Also da gibt es ganz, ganz viele Facetten von Unterwerfung. Und ist das halt denn immer schlecht? Und ist es immer ein Zeichen von Schwäche? Warum unterwirft man sich denn? Es kann einmal bewusst oder unbewusst passieren. Man kann sich bewusst unterwerfen und sagen, okay, ich habe darüber nachgedacht und ich finde es sinnvoll, mich zu unterwerfen. Und dann ist es auch immer sinnvoll. Sinnvoll für diese Person, die sich unterwirft. Und da gibt es keine Diskussion darüber, dass diese Person entschieden hat, dass sie sich unterwirft. Und dann ist das für diese Person anhand ihres Mindsets genau die richtige Entscheidung. Das ist sehr, sehr schwer für andere nachzuvollziehen. Und dann gibt es die Situation, dass das unbewusst passiert. Dass man sich einfach so unterwirft, ohne darüber zu reflektieren. Und das ist durchaus gefährlich. Aber, also offensichtlich gefährlich, aber obwohl das, wenn man sich bewusst dafür entscheidet, sinnvoll ist für denjenigen, ist es nicht minder gefährlich. Es kann auch, wenn man ein bewusstes Leben führt und bewusste Entscheidungen trifft, kann das gefährlich sein. Ich sage bewusst nicht falsch, sondern gefährlich sein. Die Frage ist, wie fühlt man sich dabei, während man bewusst sich unterwirft? Also der Verstand alleine ist selten maßgebend, sondern spielt auch immer eine Rolle, wie fühlt man sich. Und da gibt es zum Beispiel diese Situation, dass man Kompromisse schließt. Man schließt Kompromisse, verstandesmäßig unterwirft man sich, wenn man einen Kompromiss schließt zum Beispiel. Aber emotional spürt man, eigentlich will ich das gar nicht. Aber ich muss es machen. Dann ist es eine bewusste Entscheidung, die einen Sinn hat, einen Kompromiss zu kreieren. Aber die Emotionen sagen, hey, eigentlich ist das nicht so. Dann gibt es Formen der Manipulation, indem man andere bewusst manipuliert mit seiner Unterwerfung. Und da ist es so, dass es bei allen so, die wir jetzt durchgehen, also bei allen Entscheidungen, die bewusst getroffen sind, dass es einen Sinn macht und dass auch die Emotionen sagen, ja, das ist genau richtig. Denn das ist so ein bisschen sneaky, indem man sagt, hey, ich unterwerfe mich dir, aber ich will dich eigentlich nur manipulieren. Und dann gibt es die Situation, fühlt sich das richtig, es fühlt sich richtig an, mich zu unterwerfen. Es fühlt sich einfach richtig an, da ist das Gefühl dominant. Wir hatten als erstes Beispiel eins, wo der Verstand ja sagt, aber die Emotionen nein. Dann haben wir die Kompromisse, dann haben wir die Manipulation, in dem das Gefühl und auch der Verstand sagt, es fühlt sich gut an. Und es gibt einfach so das Gefühl, fühlt sich richtig an. Und dann ist es so, da muss man halt eben unterscheiden, denn das Gefühl ist bei jedem Menschen so ein bisschen was anderes.
es gibt das Gefühl ausgehend einer Konditionierung, dass sich das richtig anfühlt, weil man es schon immer so gemacht hat, einer Komfortzone. Und es gibt das Gefühl ausgehend einer Intuition, einer ganz besonderen Gabe, die wir Menschen haben. Ganz leichtes Gefühl von, ja, das ist richtig. Man muss ein bisschen unterscheiden. So, und diese drei Beispiele möchte ich mal exemplarisch dafür wählen, dass ich ausgehend von meinen Werten eine Deklarierung über Stärke und Schwäche ausspreche. Wenn man Kompromisse macht, indem man sich unterwirft, weil der Verstand sagt, okay, ich muss einen Kompromiss machen, aber emotional sagt, nein, das ist nicht richtig, empfinde ich das als Schwäche. Das ist für mich, wenn man seinen Verstand über seine Gefühle stellt, ist das für mich persönlich eine Schwäche. Bin gespannt, wie ihr das seht. Wenn jemand manipuliert, das heißt, jemand sagt verstandesmäßig, ich möchte den manipulieren, fühlt sich dabei auch gut und manipuliert ihn, dann ist das für mich ausgehend der Definition, die wir heute über Stärke und Schwäche in der Gesellschaft haben. Oder nicht nur, also ausgehend davon, aber dann schon selber auch beurteilend, ist das eine Stärke. Warum ist das eine Stärke? Weil Verstand und Emotionen gleich schwingen und beide sagen ja dazu. Und dann ist das nur noch eine Moralvorstellung und die kann ich für den anderen nicht beantworten. Ich kann auch für niemanden sagen, ob er Tiere essen soll oder nicht. Das ist jeder seiner eigenen Entscheidung. Aber wenn derjenige sagt, Manipulation ist für den in dem Moment wichtig, da fühlt sich gut dabei. Mein gern genommenes Beispiel ist der IS-Kämpfer. Der kommt an, sagt, lies aus dem Koran vor, du schaffst das nicht, weil du kein Arabisch kannst. Oder sagt er, du findest wohl Allah scheiße, du unterwirfst dich wohl nicht Allah. Dann fühlt sich das, glaube ich, gut an, verstandesmäßig und auch emotional, dass man sagt, oder dass man versucht, dem zu manipulieren, diesen IS-Kämpfer, um am Leben zu bleiben. Das fühlt sich durchweg richtig an. Da sagt man nicht, nein, höchstens man ist überzeugter Christ und sagt, hey, Jesus Almighty. Dann würde ich sagen, ist das ein Zeichen von Stärke? Oder kann das ein Zeichen von Stärke sein? Also wenn Gefühl und Verstand gleich schwingen. Wenn sich das richtig einfach nur anfühlt, sich zu unterwerfen, dann kommt es eben darauf an, ist es konditioniert, dann ist es ein Zeichen von Schwäche. Ist es intuitiv, einfach ein grundsätzlich gutes Gefühl, dann ist es ein Zeichen von Stärke. Weil da spielt der Verstand ja keine Rolle. Der Grund ist einfach, es fühlt sich nur richtig an. Und wir kommen dann gleich noch zu, ist denn Stärke gut? Wir differenzieren heute ganz schön. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Aber erstmal möchte ich gerne noch Situationen schildern, in denen wir uns überhaupt unterwerfen. Also rein wirklich mal faktische Sachen. Und zwar ist so eine Unterwerfung immer auch mit der Reduzierung des Egos verbunden. Und das kann verstandesmäßig und emotional kann das eine sehr gute Sache sein, in die Demut zu gehen. Unterwerfung bedeutet nicht zwangsläufig Demut, man sieht es ja an der Manipulation, aber es kann auf jeden Fall einhergehen. Und auch das Thema Überheblichkeit kann man dadurch reduzieren, dass man sich bewusst unterwirft, dass man sein Haupt neigt und sich unterwirft. Das kann eine gute Übung sein, die kann sich durchweg gut anfühlen. Diese Sachen möchte ich explizit nochmal herausstellen, weil diese auch für mich persönlich eine große Bedeutung spielen im Thema Unterwerfung. Weil ich mich natürlich frage, wenn ich mich unterwerfe, ist das eine Sache, die durchweg schlecht, die durchweg gut ist? Wahrscheinlich nicht. Das ist ja meistens so, dass nichts gut oder schlecht ist. Wir bewegen uns immer in diesem dichotomen Denken, gut und schlecht, bei solchen kleinen Themenvideos. Das ist klar, gut und schlecht an sich gibt es natürlich nicht, aber unser Verstand operiert auf dieser Basis und deswegen auch die Kommunikation darüber. Ja, und da kommen wir mal zu der Frage, ist es denn gut, stark zu sein? Und das sind wir eben bei der Gesellschaft. Stärke, wie wir sie begreifen und auch was ausgehend, wenn ich die Dinge betrachte, immer meine Grundlage ist natürlich der gesellschaftliche Konsens, in dem ich aufgewachsen bin. Das ist irgendwo die Basis. Und da ist natürlich dann die Frage, ist Stärke immer gut? Und das sehen wir am Beispiel der Manipulation, dass
man das natürlich offensichtlich nicht immer als gut sieht. Das heißt, die Frage ist, ist Unterwerfen ein Zeichen von Schwäche? Die kann man durchaus beantworten mit Ja oder mit Nein. Aber selbst wenn man die Frage beantwortet hat mit Ja, es ist ein Zeichen von Schwäche, heißt das nicht, dass es immer schlecht ist. Und wenn es ein Zeichen von Stärke ist, heißt das auch nicht, dass es immer gut ist. Und was bringt uns diese Erkenntnis? Zwei Dinge. Zum einen, dass wir uns der Demut nähern. Der Demut, eines der wichtigsten Eigenschaften im Leben eines Menschen, um im Leben voranzuschreiten, um ein Stück weiser zu werden, um ein Stück relaxter durchs Leben zu happeln. Und zum anderen, wenn wir andere Menschen beurteilen, wenn wir sie oft vorschnell beurteilen, weil sie schwach sind, wir aber gar nicht hinter die Fassade schauen oder uns Gedanken darüber machen, bewusst zu reflektieren, warum dieser Mensch sich vielleicht unterwirft und schwach erscheint. Es kommt immer auf den Kontext drauf an. Eine pauschale Aussage, das ist schwach, das ist schlecht, das ist gut, das ist stark, das ist immer sehr, sehr schwierig. Und dazu möchte ich einfach dieses Thema der Unterwerfung nutzen, was immer pauschal als schwach gesehen wird. Sei stark! Nö, du kannst auch schwach sein. Und das kann stark sein. Und das kann gut sein. Kann aber auch schlecht sein. Da gibt es so viele Möglichkeiten und so viele Szenarios. Daher, ja, würde ich mir wünschen, dass wir alle versuchen, mit solchen pauschalen Beurteilungen über Stärke und Schwäche von gewissen Dingen einfach vorsichtig zu sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann freue ich mich da auch darüber. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Samuel.